Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und da habt ihr auch schon die erste Veränderung gesehen, die ich außerhalb der Aufnahme gemacht habe. Ich habe hier bei unserem Zug eine zweite Deltic rangehängt, damit einfach bergauf ein bisschen schneller ist. Ah, ich finde das Geräusch einfach von der mega geil. Also der klingt auch in echt ziemlich ähnlich. Hammer. Und ich habe ein bisschen gebastelt. Und zwar hier unten. Dachte ich mir, nach dem Bahnhof hier mache ich meine ganz kleine Abstellgruppe, ohne jetzt irgendwelche Zusatzgebäude. Einfach da nur so zwei Abstellgleise. Da steht jetzt momentan ein HST, den haben wir noch gar nicht. Mit Great Western Lackierung, LNA Wagen hinten drauf, also ein bisschen gemischt. Und die neue MK3s von Great Western. Nur zwei Dieselloks hier. Die MK1 noch. Ich bin zwar nicht ganz happy, wie sie dastehen. Das glaube ich, mache ich nochmal neu. Und hier nochmal von der Royal Mail einen Wagen. Da will ich auch mal einen auf die Strecke schicken. Und ja. Und hier ein bisschen die Strecke weiter nach außen gezogen. Damit wir dann später hier hinten nach Bishop Auckland kommen. Da ist die Frage, ob man hier rüberfahren. Ich glaube, das wird schöner ausschauen. Oder ob man hier durchpflügen. Und direkt da rein. Aber ich denke mal, wir machen hier so eine Strecke hier rüber. Das dürfte optisch auch viel schöner ausschauen. Aber für die Episode machen wir heute erstmal was anderes. Denn ich will jetzt endlich die Zugverbindung zwischen Nancy und Painswick machen. Hier. Das wird ein bisschen eine Challenge. Denn wir müssen hier ziemlich steil noch oben. Also da werden wir mit Serpentinen arbeiten müssen und Viadukten. Und ich würde sagen, ich baue die Strecke mal, und zwar im Speedbuild, also Zeitraffer für euch, mit ein bisschen Schirmbau, denn ich will hier den Bahnhof hinbauen und ein kleines Depot. Also es soll wirklich nicht groß sein. Wir müssen doch mal ein wirklich großes Depot bauen, aber nicht hier, dafür ist es einfach zu wenig Platz. Und wenn das fertig ist, werden wir einen Zug auf die Strecke schicken, beziehungsweise hier den Nahverkehr das anpassen und hier die Industrie mal zum Laufen kriegen, damit wir hier Benzin kriegen. Da glaube ich, freut sich dann Nancy. Also, jetzt gibt es erstmal ein Speedbuild für euch.
So, und da ist das Speedbuild eigentlich auch schon wieder vorbei. Es ist nicht perfekt worden, also gerade da, die Schienen sind jetzt super gerade worden. Aber ich denke hier von der Deko, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also gerade hier, da mit dem Büschen hier, sieht weitestgehend nachvollziehbar aus. In Zukunft werde ich schauen, dass der Boden hier absolut gerade ist, damit ich hier sowas nicht habe. Das ist ein bisschen blöd zum Bauen, aber ich denke, das passt so als kleines Depot. Hier ein paar Wagen, ein DMU und zwei Loks, ein kleiner Schuppen hier, ein Luxuszug auf Third Rail mit einer Peak-Lokomotive da hinten. Ich denke, das passt. Und ein bisschen Schienendeck habe ich jetzt noch reingemacht. Und dann geht es hier auf die Mainline. Oh, wobei, ich sehe gerade... Na gut, die Fahrtrichtung ist eh immer die... Na, die müssen eigentlich da nicht runter. Da geht es ja hier wieder rein. Ne, das mache ich eigentlich nicht. Okay. Ja, ganz okay. Als nächstes brauchen wir hier einen Busbahnhof. Und da ist die Frage, was wir jetzt diesmal da hinklatschen. Ich würde gerne mal was anderes nehmen. Das Trammuseum will ich irgendwann mal bauen. Aber das ist einfach hier viel zu fett. Das passt ja gar nicht rein. Wir gehen mal hier auf Passagier. Vielleicht doch mal sowas, aber dann braucht man eine... ich will es mal kurz drehen. Eine breite Straße. Das ist eine Vierfach. Das gibt es auch mit Zweifach. Zweimal Tram. Dafür halt zwei Tram. Sollen wir sowas wieder machen? Man kann es aber nur in eine... so wird es aber auch noch gehen. Lass uns doch mal sowas machen. So, das... Ja, okay, ich muss das hier nochmal neu machen. Wenn wir das jetzt mal hier so platzieren... Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen ran mit dem an dem hier. Ja, das machen wir mal. Man sieht es so schlecht. Ich versuche mal kurz zu cheaten. Die Kante von dem Fenster da unten beim Zaun. Ah, jetzt. Ja, ein bisschen dämlich, dass hier die Poller sind. Aber Anschluss ist da. Wo gehen die jetzt alle rein? Sieht man nicht. Okay, müssen wir da mal schauen. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Das sind insgesamt vier Terminals. Sehr gut. Straße. Dann fahren wir hier gerade wieder weiter. Mit der Kurve bitte. Und Tram. Was ist das für eine Straße? Warum ist die da breiter? Na egal. Busspur ja. Ich will hier, dass hier kein... Also ich möchte nicht, dass ein Auto hier reinfährt. Muss ich mal das trotzdem tun? Okay. Upgraden. Busspur nein. Aber hier, wir brauchen hier Tramgleis. Ich möchte, dass die hier da rauffahren. Zu dem kleinen Bahnhof hier rein. Also Busbahnhof. Und hier wieder runter. Und dann werden wir hier diese Überlandverbindung wegmachen. Sprich, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ja, das passt. Und dann ist das nice Linie 2. Brauchen wir noch irgendwo ein Depot? Wo nervt's nicht? Machen wir das mal einfach hier so rein. Beziehungsweise eher. Mal kontrollieren, dass alles verbunden ist. Ne, hier nicht.
Sind es hier Traumkreise? Ja. Perfekt. Bitte entschuldigt. Was schickt man da jetzt auf die Strecke? Amerikaner 14, Zischer 30. Zischer mit Beiwagen. Da machen wir mal 5. Oh, ich kann es nicht zuweisen. Wieso? Oder ist es wegen der Farbe? Nee, alles okay. Das passt. Okay, dann werden wir jetzt hier die Linie löschen. Die Überlandlinie. Das war Postbus. Da. Alles verkaufen. Zu. Tut mir leid, Leute. Gibt es keinen Postbus mehr. Jetzt ist die Frage, habe ich hier... Nein, ich habe hier noch keine Linie. Der wird einfach nur zwischen hier und hier fahren. Wir könnten da mal einen Express machen, der hier nicht hält und durchfährt. Das ist der BR Regional. Ist gleich 1. 01 hätte ich gerne. Okay, dann braucht man einen englischen Regionalzug. Den nehmen wir mal. Dieses Depot da. Schauen wir mal bei den Kompositionen, was wir da haben. Wir könnten die 110er nehmen. Es wäre durchaus passend als Regiozug, die 104er. BR Green. Ein paar. Okay, das war eine. Oder wir fahren noch mit den MK1s. Warte mal, wir haben jetzt 1961. 1960. Mainline. Ist Green 46. Wir können mit Grün fahren. 109 Kapazität, kostet 9 Millionen. Da haben wir eine englische Lok. Wir haben jetzt aber nur Third Rail. Also hätten wir. Ah, mit Third Rail haben wir nicht so viel Auswahl. Ich glaube, wir machen es wieder dieselmäßig. Ich will jetzt keine Deltic. Die Class 25. Die ist im Regionaldienst auch gefahren. Da zwei davon, das wird dann 17 Millionen kosten. Okay. Dann werde ich mal ganz. Oh, warte mal, Class 33. Die hat eine Zugkraft von 200. 170. Plus aber auch mehr, oder? 4 Millionen? 3 Millionen? Nee. Ja, doch. Nee. Was haben wir da noch? Die, eine Warship? Ah, bin jetzt nicht so großer Fan. 35. Nö, auch nicht. Was haben wir sonst noch so? Ja, genau. Rangierlokomotive. Könnten wir auch machen. Mit 32 km/h den Berg rauf. Maximal. Ah, die 1000er. Die wären schon mal nicht schlecht. Ah, ich glaube, wir gehen mit denen. Ich werde mal ganz kurz die Zeit vorlaufen lassen, bis wir das Geld dafür haben. Und dann machen wir gerade schon mal die erste Mitfahrt, würde ich sagen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, da bin ich jetzt wieder da. Und ich habe ein bisschen was an der Strecke machen müssen. Ich bin ins Minus reingelaufen, denn die meisten meiner Zugverbindungen haben alle Verlust gemacht. Und was ihr jetzt da gerade schon seht, die Orient-Express-Routen etc., die habe ich jetzt alle gelöscht, weil die haben einfach keinen Gewinn gemacht. Hier bei den BR Express ist jetzt wieder nur noch eine Deltic, weil die macht mir sonst zu viel Verluste. Beim TEE habe ich die Züge angepasst. Und jetzt machen sie weitestgehend ein bisschen Gewinn. Auslastung ist okay. Also bin zufrieden erstmal. Problem sind halt einfach diese extrem langen Bergstrecken. Die bringen uns einfach Verlust, wenn der Zug jetzt so lang fährt. Also eventuell müssen wir schauen, dass wir die Strecke da ein bisschen verkürzen. Ist die Frage, wie wir es machen. Dass man. Das könnte man vielleicht in der nächsten Episode machen, dass wir hier das umbauen.
Dass wir vielleicht hier irgendwie so Doppelschleifen machen und dann raufgehen, dass der Zug hier nicht so lang fährt. Da könnte man vielleicht erstmal die zweite Teststrecke machen, um zu schauen, wie es ist. Aber es soll halt irgendwie nachvollziehbar sein. Und bei den Industrien habe ich jetzt teilweise noch ein paar Fahrzeuge hinzugefügt. Und ich habe gesehen, hier in Mariazell müssen wir die Busverbindung hier mal anpassen. Die Stadt ist ganz gut gewachsen. Und eventuell hier bei der Zillertalbahn braucht man noch einen zusätzlichen Wagen. Ja, das habe ich jetzt leider machen müssen. Das habe ich jetzt auch nicht aufgenommen, weil es war nicht wahnsinnig interessant. Ich habe einfach nur geschaut, in welcher Kombination die Züge da am besten Profit machen. Gotthardbahn ist auch so eine Strecke, die macht so mehr Gewinn. Jetzt, wo der Orient Express nicht mehr fährt, sogar ein bisschen mehr. Der Zug muss einfach komplett ausgelastet sein, ansonsten wird es teuer. Weil gerade eben die AS66, wo ist sie denn? Irgendwo. Die kostet sehr viel im Unterhalt. Und hier die Cargo-Verbindung, die macht auch Verluste. Also vor allem bei der Rückfahrt, weil die sind halt einfach langsam. Da bräuchte man vielleicht auch was Direktes. Wobei eigentlich will ich hier ungern was Direktes machen. Also, ich meine, die Wagen hier, die können nur 80. Die Krokodil fährt 75. Also. Stelle wird es gerade nicht und das ist das Maximale, was man Kapazität in der Länge fahren kann. Ja, es ist halt einfach so, wenn man generell in die Finanzen mal reinschaut, dass die Fahrzeuge auf der Straße uns irgendwo retten. Also da schaut's mal, ich hab's minus 6 Millionen da gemacht. Und jetzt geht's so langsam um jetzt wieder ein Minus, aber die Straße rettet uns halt quasi. Da sieht man so ein bisschen schwierig. Also da muss ich noch weiter optimieren. Aber hier bei der Strecke, ich habe mich jetzt entschieden, dass ich hier DMUs mache. Die sind leider schon ein bisschen abgenutzt. Das geht bei denen echt schnell. Cool bei denen ist, also wir haben jetzt zwei auf der Strecke, die haben unterschiedliche Nummern. Wir zeigen da oben an, wo es hingeht und haben die Kapazität von 42. Und da schickt man dann einfach noch einen dritten auf die Strecke, wenn es denn passt. Ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass wenn man eine Linie macht mit drei Haltestellen, sprich 1, 2, 3, hier oder 4, wenn es zum Zug fahren, dann wird das richtig gut genutzt. Aber das will ich hier gar nicht mal machen. Also ich hätte jetzt hier einfach gerne die Regelverbindung und da jetzt die Expressverbindung mit der Deltic. Und bei der Deltic kann man dann sagen, machen wir noch einen dritten. Das wird dann halt Bishop Auckland sein. Schauen, wie das dann wird. Weil dann fährt sie auch länger. Und beziehungsweise die Distanz ist größer und dann kriegen wir mehr Geld. Jo, soweit mal zu dem. Auslastung durchschnittlich, da sind jetzt gerade die Züge reingefahren. Regio Express, also die Strecke zwischen da und da, die funktioniert jetzt halbwegs. Fährt fast immer voll mit 300 Leuten. Ja. Jetzt machen wir hier mal die Mitfahrt, damit ihr mal die Strecke mal so gesehen habt. Das sollte man ja eigentlich tun. Und dann schauen wir mal rein. Machen da mal auf. Mitfahrkamera. Nach dem Autosave soll es dann eigentlich auch losgehen. So, einmal laden. Wenn ihr ansonsten Tipps habt, dann sagt es mir das in den Kommentaren. Bin immer offen für sowas oder was ihr ändern würdet. So. Los geht's. Signale flackern ein bisschen. Hier möchte ich noch einen Wegpunkt machen, dass die gleich aufs linke Gleis hier fahren. Und los geht's auf die Hauptstrecke. Sind halt nicht die schnellsten. Das ist die engste Kurve. Da fährt sie halt mit ungefähr 60, 64 durch. Aber im Rest sind sie eigentlich relativ schnell. Was mir da gerade auffällt, für Rail fehlt hier drin. Das könnte aber zwar auch in der Kurve sein, dass die einfach zu eng ist. Also auf der Strecke will ich nicht lange mit Diesel fahren, sondern eher auf Third Rail. Ein bisschen unter Kollege. Ah, da muss ich hier das Gelände mal ein bisschen anpassen, das gefällt mir nicht. Da
ansonsten eine schöne Aussicht. Kurven bis auf die 64er Kurve auch okay. Das müsste jetzt die letzte Kurve sein und dann geht's ab in den Bahnhof. In der Gegenrichtung ist das halt leicht enger werdend. Ja. Haben wir jetzt mal nicht gesehen. Und ja, ab in den Bahnhof. Oder ich möchte hier mal wieder raus. Die Linie macht, glaube ich, erstmal Gewinn. Mal kurz schauen. Ja, die macht Gewinn. Mal hier mal kurz wieder auf alles. Und der Express macht schon wieder Verluste. Naja. Ah ja, übrigens ein neues Farbschema da jetzt. Okay, das mal zu dem. Jetzt haben wir 30 Millionen, aber die gehen ganz schnell wieder weg. Jetzt werden wir da mal das hier anpassen. 107 Leute. Wir haben ja hier eine Busverbindung. Wir könnten die bestehende Linie eigentlich lassen und machen einfach eine zweite. Wir haben da neue Häuschen. Mittelgroß, Epoche B. Die fahren dann einfach hier weiter raus. Mal da. Dann kann der hier oben halten. Ich würde sagen, hier hinten einmal. Und noch einmal hier. Das glaube ich passt. Also von hier nach hier. Nach da, nach da, nach da. Das Ganze wieder umgekehrt. Ich möchte jetzt eine andere Farbe haben. Was haben wir hier noch nicht? Rot. Okay, warum macht er das hier? Die 10 ist, glaube ich, hier falsch. Ja, perfekt. Haben wir schon was Neues bustechnisch? Nö. 14, 5, 6. Ja, mach mal wieder die. Die können am meisten. Machen wir 6 rauf. Auf Maria Zell Linie 2. Das könnte vielleicht ein bisschen zu knapp werden hier. Aber okay. Jetzt schauen wir mal die Fahrzeuge ausbessern. Gut, das ist klar. Gehen wir mal nach Zustand. Linie 2. Ah, 1. Ich weiß, das ist Geldverschwendung. Aber ich will die Wartungskosten nicht verändern. Hier Zell. Zustand alle sehr schlecht. Talbahn. Machen wir es mal bei den ganzen Straßenfahrzeugen. Benzin ebenfalls sehr schlecht. Ja, gibt es den jetzt nicht mehr? Ah, warte mal. Wir gehen jetzt hier nach Treibstoff. Nach Kapazität. Kann der mehr? Was können denn die? 35. 34. Da, 35. Einmal ersetzen. Ist auch besser für die Emission. Oben ist eigentlich ein bisschen unnötig, aber wir machen es trotzdem. Was hier drin? Setzen. Okay, wir schauen mal hier in der Stadt aus. Ah, da haben wir ja nur Straßenbahn. Da ist nur eine. Mittelmäßig, mittelmäßig sehr schlecht. Da noch nicht. Die werden wir mal ersetzen. Mit dem hier.
Ich höre mal auch was jetzt mit dem hier. Dann müsste es mit der Emission hier langsam besser werden. Also jetzt haben wir da 150 schon auf der Regio-Linie. Express ist halt nicht so viel, aber der Regio passt eigentlich ganz gut. Eben mal 36. Passen 42 rein. Müssen wir einfach beobachten, wie da die Auslastung ist. Aber hier unten ist noch nicht so viel. Das könnte sich aber gerade mal ändern, wenn wir hier das mit der Industrie da machen. Ja, wie Warenlager. So ein Teil bauen. Ist was Interessantes? Ne, machen wir mal das hier. Das gerade mal. Ne, hier will ich was anderes haben. Hier will ich einen Umschlagplatz haben. Machen wir hier mal einen Parkplatz. Und die bleiben ja hier doch mal kurz stehen. Ich will einen Parkplatz machen. Machen wir da auch mal einen Parkplatz. Und in der Stadt. Oh, die halten gerade hier. Dann halten die einmal da und da. Kann man hier noch eine Straßenverbindung nach da oben machen? Bitte gerade. Dann hätten wir die von da nach da. Wenn der Öl und dann hier ein AC Benzin. Sollen hier bitte warten? Für die anderen, glaube ich, brauchen wir es erstmal nicht. Gut, wir haben hier. Das ist ja ein Tram. Sollen wir das gerade? Nein, das machen wir nicht mit der Tram. Wir machen hier Bus. Boah, Idee. Busdepot. Was, das machen wir gerade hier unten? Ja. Und werden das hier nochmal ein bisschen schöner machen. Und ich bin dann gerade schon mal gespannt, wie das dann hier aussehen wird. Und hier jetzt erstmal, wo sind die? Hier. Hat mal 10 für Rohöl. Und 4. Wobei, jetzt warten wir nochmal, bis die hier mal gefahren sind, sonst gibt es Stau. Oh, Spiel, komm. So schneller speichern. Ist die Frage, ob das halbwegs anständig ausschaut, wenn die da reinfahren, weil hier. Das ist schon ein bisschen eng hier. Ist sportlich. Aber das sollte dann auch eine Geldmaschine sein. Dann können wir uns irgendwie Zuglinien leisten, die Verlust machen. Na. Suboptimal. Ah, das ist, glaube ich, so eine Art Tankstelle hier sein. Und das hier doch einstellen, dass die hier warten sollen. Weil die Produktion dürfte, denke ich, recht schnell nach oben gehen. Weil die Stadt schon recht groß ist, jetzt haben wir 700. Das dürfte dann schnell mal auf die 1000 drauf gehen. Ich hoffe, das geht so ein bisschen in die Richtung, dass sie da wachsen. Also vor allem, wenn wir jetzt hier beliefern, soll es dann hier so in die Richtung gehen. Das wäre natürlich ideal. Jetzt schickt man da schon mal die hier los. Auf Benzin. Und ihr kommt bitte da mal ganz nach hinten. Geht das hier nicht weiter nach hinten? Ah, warte mal, ist was falsch hier. Auf das hinterste immer bitte.
Ja, auch nicht so schön. Aber gut, dann können die erstmal hier stehen. Und produzieren erstmal keinen Stau für die da. Nice. Dann können wir wieder auf normale Geschwindigkeit gehen. Das ist jetzt haben wir wieder 9 Millionen. Wir haben jetzt hier. Ja, da brauchen wir auch noch einen Zug. Das Doofe ist, dass die Strecke nicht dafür ausgelegt ist. Wir bräuchten. Ja, vielleicht bauen wir hier noch mal eine Ausweichstelle. Das war aus 67 mm. Vielleicht die ganze Kurve machen. Pull raus. Ja, machen wir das mal. So. Wird natürlich wieder schön gemacht hier. Und die Signale. ÖBB. Machen wir das einmal. Das sollte eigentlich reichen für den Block. Wir können hier stehen bleiben, ja, da müssen sie halt durchfahren. Müssen wir mal gucken, wie das läuft. Ich glaube, was kostet einer von denen, wenn ich da noch einen kaufe? Zillertalbahn. Ich tue es einfach mal duplizieren, schauen, ob es geht. Oh, das geht. Ja. Ich gerade da. War das schlau, dass ich das jetzt gemacht habe? Okay, da ist jetzt einer. Wir lassen den jetzt mal ein bisschen vorfahren. Müssen wir kurz hier anhalten. Ich möchte, dass der in der Schleife drin ist, bevor der andere hier losfährt. Jetzt. Wobei er dürfte eh keine Abfahrtsfreigabe kriegen, bevor der nicht über das Signal gefahren ist. Weil das ist ja vom Bahnhof bis dahin ein Blockbereich ist. Okay. Ja, schauen wir mal, wie sich das verhält, aber ich gehe mal davon aus, die werden dann hier warten. Oh ne, das geht sich ganz gut aus. Die zwei treffen sich jetzt da. Und der dritte kommt dann hier rein und wird dann da warten. Das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Ja, er wartet. So gut wie jedes Mal da. Wunderbar, fährt los. Das heißt, er wartet und die nächste Begegnung da unten. Ja, wunderbar. Das heißt, demnächst könnte es dann hier den Stau geben. Aber da will ich jetzt nicht noch eine Ausweichstelle machen. Okay. Das soll es mal da gewesen sein. Das sollte helfen. Bei der Maria Zellerbahn habe ich auch meinen Wagen weggenommen. Also die ganze Komposition weggenommen. Die war nicht voll ausgelastet. Die warten immer noch viel. 62. 86. 80. Ja, lass uns noch ein bisschen fahren. Vielleicht wird es noch besser. Ich werde es mal beobachten. Gut, ansonsten. Oh, da warten ziemlich viele. Am Regio Express 1. Das ist aber okay. Hier habe ich noch ein paar Trams hinzugefügt, weil da haben wir bis zu viele Leute gewartet. Und hier ist extrem viel los. Das ist aber normal. Das passt. Die zwei sollen ausgelastet sein. Da glaube ich, kommt gerade der 1er. Ja, der ist auch voll. Hier ist nicht so viel los. Das ist so 100% ausgelastet, theoretisch. Das wäre vielleicht das nächste, dass wir die Farm hier irgendwie anschließen. Ja, eventuell mit der Tramverbindung. Und dann könnten wir hier noch eine dritte Krokodil auf den Weg schicken.
Oder eine vierte sogar. Weil die zwei tun es eigentlich zu 100% hier abtransportieren. Und hier läuft auch alles okay. Das sind immer gute Dinge. Und hier bin ich auch noch zufrieden, wie die lokale Verbindung ist. Rotterbahn ist auch soweit ausgelastet. Also jetzt läuft es erstmal. Ich werde noch ein bisschen Geld ansammeln. Und dann werden wir hier die englische Strecke weiterbauen. Also sprich nächste Episode Bishop Auckland. Und dann werden wir hier eine Expressverbindung machen. Beziehungsweise der BA Express, den wir jetzt hier schon haben, der wird dann weiterfahren. Und eventuell hier, nachdem hier das Talende ist, machen wir hier ein größeres Depot rein. Ja, das könnte passen. Dann fahren wir vielleicht hier mit der Strecke draußen durch. Ein großer Bahnhof, Riesendepot da. Und dann geht's dann hier wieder raus nach Baylake. Können wir hier so den Bahnhof reinmachen, dann geht's hier noch so eine Nebenstrecke nach Westwartau. Ich glaube, das werde ich umbenennen. Und dann hätten wir hier noch eine Stadt Hyde. Und Hawley braucht Werkzeug. Die Frage, ob wir uns auf das nicht konzentrieren. Ja, dass wir vielleicht alle Städte mal mit allem versorgen. Also hier brauchen wir Brot. Da brauchen wir auch Brot. Hier bräuchten wir noch Bauwaren. Ja, und da diese. Was ist das? Werkzeug, oder? Maschinen. Okay, dann werden wir uns vielleicht eher auf das konzentrieren, dass wir die Städte aufboosten. Hier die zwei am einfachsten. Ah, dann hätten wir noch Güterzüge unterwegs. Ja, soweit erstmal der Plan. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.